Die Mosel. Die Böden für ihre Weine entstanden seit dem Erdzeitalter des Devon. Vor über 400 Millionen Jahren. Seit über 2000 Jahren gestalten Menschen diese Kulturlandschaft. An Mosel, Saar und Ruwer werden mineralische, feinfruchtige Weine mit einzigartigem Charakter erzeugt. Im Herzen Europas verbindet die Mosel Frankreich, Luxemburg und Deutschland. Das Weinanbaugebiet Mosel liegt im Westen Deutschlands und erstreckt sich von der deutsch-französischen Grenze bis zur Mündung in den Rhein bei Koblenz. Die internationalen Flughäfen in Frankfurt-Main, Köln-Bonn und Luxemburg-Findel bieten Anschluss zum größten Steillagenweinbaugebiet der Welt. Der Wein hat an der Mosel eine lange Tradition. Bereits die Kelten schätzten ihn als Genussmittel. Es ist allerdings nicht belegt, ob sie auch Trauben angebaut haben. Sichere Belege für den Anbau von Wein finden wir erst unter römischer Herrschaft. Die Römer führten die Kultivierung von Reben an der Mosel im großen Stil ein. Sie versorgten die Zivilbevölkerung, aber vor allem auch ihre Legionen mit dem Nahrungsmittel Wein. Der Wein war, bedingt durch die alkoholische Gärung, besser haltbar und keimfreier als das vorhandene Trinkwasser. Der Handel mit dem Wein führte nicht zuletzt dazu, dass die lokale Wirtschaft florierte. In der Region Mosel währte die römische Herrschaft vom 1. vorchristlichen bis ins frühe 5. Jahrhundert. Nach dem Untergang des Römischen Reiches sorgten die Klöster für die Kontinuität des Weinanbaus. Sie brachten unter anderem Kenntnisse aus Burgund mit an die Mosel. Es waren die Mönche, die das Wissen um den Weinbau bewahrten und weiterentwickelten. Heute dominiert die Rieslingrebe das Anbaugebiet. Die Wachstumsbedingungen stellen oft eine große Herausforderung für Winzer und Pflanze dar. Die Wurzeln der Rebe müssen sich tief durch die gesteinsreichen Böden graben, um an Nährstoffe zu gelangen. Der wärmespeichernde Schiefer und das für nördliche Regionen milde Klima fördern das Wachstum der Reben. Die Reifephase der Trauben ist länger als in vielen anderen Weinregionen. Die Reben blühen im Juni, in manchen Jahren sogar schon im Mai. Meist beginnt Mitte Oktober die Ernte der Rieslingtrauben und dauert bis weit in den November. So haben die Reben viel Zeit, Fruchtzucker und Mineralien in ihren Früchten einzulagern. Aus diesen aromatischen Weinbeeren erzeugen die Winzer finessenreiche Weine mit der moseltypischen Mineralität, Kräuterwürze und feinen Fruchtaromen. Der letzte Trierer Kurfürst und Erzbischof Clemens Wenceslaus verhalf der Rieslingtraube zu nachhaltigem Erfolg an der Mosel. Aus Qualitätsgründen verordnete er den Anbau dieser Rebsorte. Bis heute prägt der Riesling die Kulturlandschaft an Mosel, Saar und Ruwer. Über 60% aller Weinbauflächen sind heute mit der Königin der Weißweine bestockt. Weitere bedeutende weiße Sorten sind Müller-Thurgau, Elbling sowie weißer und grauer Burgunder. Die wichtigsten roten Rebsorten sind blauer Spätburgunder und Dornfelder. Das Weinanbaugebiet Mosel kann in 5 Regionen unterteilt werden. Die Obermosel erstreckt sich vom Dreiländereck bei Schengen bis zur Einmündung der Saar, kurz vor Trier. Das Tal ist breiter, die Weinberge nicht so steil. Formationen aus Muschelkalk und Dolomitgestein, wie hier bei Nittel, prägen das Landschaftsbild. Wir finden nährstoffreiche Böden, die denen des Pariser Beckens oder der Champagne sehr ähnlich sind.
An der Obermosel gedeiht auf über 60% der Anbauflächen die alte Rebsorte Elbling. Die weiße Rebsorte kommt auch als Mutation, roter Elbling genannt, vor. Zwischen Trier und dem Weinort Bredel befindet sich die Mittelmosel, das Herzstück des Anbaugebietes. Die charakteristischen Moselschleifen prägen die Landschaft. Hier wachsen mehr als die Hälfte aller Reben der gesamten Mosel, meist auf Schieferverwitterungsgestein und an steilen Hängen. Das enge Tal sowie die Wärmespeicherung durch Fluss und Gestein begünstigen den Weinanbau an der Mittelmosel. Als Terrassenmosel bezeichnet man den Abschnitt von Zell bis zur Mündung in den Rhein bei Koblenz. Die Weinberge sind hier oft so steil, dass die Reben nur auf schmalen Terrassen angebaut werden können. Bedingt durch die Enge des Tales und die niedrige Lage über dem Meeresspiegel herrscht an der Terrassenmosel eine höhere Durchschnittstemperatur. Dieses Mikroklima bietet nicht nur den Reben optimale Bedingungen. Der Weinbaubereich Saar reicht von Serrig bis hin zur Mündung des Flusses bei Konz. Flächenmäßig ist der Saar-Weinbau eher klein, dennoch wachsen hier Steillagenweine von Weltruf. Ihre Reben sind oft auch an den Südhängen der Seitentäler zu finden. Die etwas höhere Lage des Weinbaubereiches beschert den Reben eine besonders lange Vegetationsperiode. Auch hier sind die Böden vom Schiefer geprägt. Zwischen Sommerau und dem Trierer Stadtteil Ruwer liegt die kleinste Teilregion des Anbaugebietes. An der Ruwer sind über 90% der Rebflächen mit Riesling bestockt. Auch hier liegen die Weinberge etwas höher als an der Mosel. Die niedrigere Durchschnittstemperatur bedeutet für die Reben eine besonders lange Reifeperiode und verleiht den Weinen einen delikaten Charakter. Hervorragende Weinlagen gab es an der Mosel schon immer. Der Transport der Weine über die Grenzen der Region hinaus war jedoch lange Zeit sehr mühsam. Die ersten Dampfschiffe brachten Bewegung auf den Fluss. Der Bau der Moseltalbahn war eine weitere wichtige infrastrukturelle Maßnahme. Sowohl Passagiere als auch der Moselwein konnten nun bequemer und schneller transportiert werden. Es waren die Preußen, die im 19. Jahrhundert den Anbau und die Vermarktung des Moselweines besonders förderten. Sie steigerten die Qualität durch staatliche Domänen und Weinbauschulen. Die Weinlagen wurden in einer Karte erfasst. Diese Karte unterteilte die Weinberge in drei Kategorien. Ursprünglich diente sie der Besteuerung, später avancierte die Weinbaukarte zu einem wichtigen Marketinginstrument für den Moselwein. Die Preußen führten außerdem die Sektsteuer ein. Diese Steuer diente dem Aufbau der kaiserlichen Flotte. Die Flotte und das Königreich Preußen gibt es heute nicht mehr. Die Steuer schon. Groß angelegte Versteigerungen der Weine waren eine weitere innovative Marketingmaßnahme. Sie sorgten für internationales Aufsehen und sicherten den Absatz in die ganze Welt. Die Steillagenrieslinge der Mosel erzielten Spitzenpreise. Teilweise wurden sie sogar teurer verkauft als die französischen Bordeaux-Weine. Die Lese im Herbst ist der Höhepunkt des Weinjahres. An Mosel, Saar und Ruwer beginnt sie je nach Rebe bereits im September und zieht sich bis in den November hinein. Der Riesling als spätreifende Sorte profitiert von den wärmespeichernden Eigenschaften des Schiefergesteins und dem für nördliche Gefilde milden Klima. Der Winzer entscheidet bewusst, zu welchem Zeitpunkt er seine Lagen erntet und wie er sie dann im Keller ausbaut. Die frisch gelesenen Trauben werden in der Kelter gepresst. Der daraus entstehende Most wird gefiltert und in Edelstahltanks oder Holzfässern gelagert.
Während der Gärung wandeln Hefen den Zucker aus den Früchten im Most in Alkohol um. Der Winzer bestimmt durch die gezielte Kontrolle dieses Prozesses den zukünftigen Charakter des Weines. In unserer heutigen globalisierten Welt besinnt man sich zunehmend wieder auf die hohe Qualität traditioneller und regionaler Produkte. Der Mensch hat durch die aktive Gestaltung der Natur eine einzigartige Kulturlandschaft an Mosel, Saar und Ruwer geschaffen. So entstanden auch neue Lebensräume für Tier und Pflanzen. Heute ist es wichtiger denn je, bewusst und nachhaltig mit diesen Ressourcen umzugehen. Vor über 2000 Jahren begannen Menschen, diese einzigartige Landschaft zu gestalten. Über Jahrhunderte hinweg wurde das Wissen um den Weinbau bewahrt und erweitert. Die stetige Verbesserung der Qualität des Weines war ebenso wichtig wie die Verbreitung des Naturproduktes in die ganze Welt. Vom Weltruhm der Steillagenrieslinge profitierte die ganze Region. Eine Qualität, die bis heute immer wieder Motivation für kommende Generationen ist.